Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Direwolf 20. Ich habe die Ender Quarry, also den Zaun für die Ender Quarry aufgesetzt und jetzt können wir daran arbeiten, das ganze Ding zum Laufen zu bringen. Und zwar überlege ich gerade am besten wie, aber ich denke, wir benötigen noch einen Endertank. Vier hiervon, eine Dingens haben wir ja noch übrig, oder? Ah nee, die haben wir doch verbraucht. Nein. Mist. Gut. Dann machen wir das Ganze anders. Ha. Das ist doch eine Resonant. Nee, Energy. Habe ich nicht schon mal eine Resonant gemacht? Nö, ne? Okay, dann. Ja, müssen wir eine Weile ohne Stromversorgung hier leben. Dann mache ich es wirklich ganz dreist und ganz einfach. Na, so nicht. Aber so. Und. So. Ich mach's. Ja. Ich nehme das ganze Ding einfach mit. So, habt ihr davon. Zock, 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 zock. Da kenne ich nix, Freunde. Na komm. Prima. Aber ein Käbelchen. Brauche ich noch ein Käbelchen? Nee. Aber ich brauche einen Trashcan und ein paar Kisten. Denn ohne Kisten ist doof. So. Ups. Ich überlege gerade, was für Kisten. Und muss. Ender Generator. Cool. Na, ja. Kisten. Und zwar. Was nehmen wir denn da für Chests? Das ist die Frage der Fragen. Ich denke, es sollten schon mindestens zwei. Ah, wir haben nicht mehr so viel Gold, das Problem. 35 Gold ist nicht viel. Haben wir hier noch irgendwas an Chests drin? Nö. Das heißt, ich mache mal für dieses Ding, sagen wir, drei? Ja, drei sollten doch schon reichen. Obwohl zwei Diamantkisten sollten mehr als ausreichen. Also machen wir zwei Kisten. Welchen Weg nehmen wir denn da am besten? Wahrscheinlich die Goldschiss, ja. Das macht am meisten Sinn. Oh, gerade genug Eisen hier. Wunderbar. 12. Golemit. Nein, ist auch egal. So. Hab ich nicht gerade... Ja. Natürlich clever man vor, dass Gold nicht anwählt, dann kann natürlich auch nichts hochkommen. So, okay. Ach ja, Glas. Habe ich genug Glas? Ich denke nicht. Nein. Glas. Brauche ich dann noch. Ach, komm hier. Ups. Und drei Diamanten. Ja, wird Zeit, dass wir Zeug kriegen. Definitiv. So. Werdet ihr jetzt noch das Crystal-Chests auf? Einfach weil die voll cool aussehen? Obsidian-Chests. Sind die größer? Ah ne, die halten einfach nur. Die sind einfach Blast Resistance quasi. Glaube ich. Ach nö. Oh, es wird gerade dunkel. Das ist natürlich blöd. Deswegen nehme ich ein Bett. So. Dann. Brauche ich noch... Brauche ich noch... Ach ja, genau, die Trashcan. Hab ich die reingetan? Nö, ne? Aber ich brauche hiervon sowieso was. Requeste. Die nehmen wir auch alle mit. So. Okay. Ach genau. Noch eine Dingens. Ups. Eine Konduit noch mit. Eins reicht. Und dann, was wollte ich denn jetzt noch? Die Trash kennen, genau. Trash kennen, da brauche ich normale Steine 3 und ein bisschen Kobbel und ein bisschen Kiste. Ach, ich habe noch normale Steine drin gehabt. Ach, clever natürlich wieder. Egal.
kann ich jetzt noch hier ablegen. Ach, das kann mal weg. Das war einer zu wenig. Na, komm her. Okay. Zack. Wo blühst du? Zack. So. Dann gehen wir mal rüber. Oder fliegen rüber, denn das ist schneller. Das ist die falsche. Nehmen wir die Fledermaus, sonst tut's weh, wenn's... Ja, ich qualme. Das nervt. Wenn das Gequalme nicht wäre, wäre eine Blaze echt cool. Wenn auch der Regen nicht wäre, wäre die Blaze echt cool. Ist jetzt nicht der größte Bereich, aber für den Anfang schon mal geil. So. Ich glaube, die muss die hier an die Ecke? Ja klar, da muss die dann quasi hin, die Quarry. Dann machen wir das so. So, so. In der Quarry. Drei. Nur drei? Das waren doch aber vier gewesen. Oh! Gott, habe ich eine liegen lassen? Das wäre blöd. Die waren teuer. So, schnell in den Keller, ne? Irgendwo im Wasser? Nein! Ich meine auch, dass es vier gewesen waren. Naja, dann wird es auch erstmal mit drei reichen, denn eine Ender Quarry läuft mit, also auf wirklich absoluter voller Power mit vier, weil die Ender Quarry kann 260 RF ab, auf volle Kanne quasi, also das kann sie maximal quasi weiterverarbeiten und ja, 4x80 ist mehr als 260. So, mach ich die mal Quarry hier. 1, 2, 3. Zack. Jetzt kommt hier hin. Zack, zack, zack. Die kommen da drauf. Das kommt dahinter. Das kommt dahin. Und weg. Na? Die kommen hier hin. Den könnte da jetzt oben drauf. Noch nichts. Denn ich muss hier erst noch einiges einstellen. Und zwar kann ich jetzt schon mal setzen. Bumm. Spricht die eigentlich irgendwie? Ah ja. Ach so. Ah ja, ja, ja. Da war ja was. Und zwar... Hier muss sie hin. Zack. Dann kann ich das hier nochmal einen ranholen. So, und zack, die zack. Das habe ich noch eine. Nee. Dann bauen wir das hier noch eben um. Schwuppdi, wuppdi. Wupp. Wupp, wupp, hallo. So. Das kommt weg. Wupp. Und hüpp und glaube ich, lass das Ding jetzt dann doch schon mal laufen. Ob hier irgendwo kann ich mal einen schnell Cobblestone abbauen irgendwo. Ich brauche mal einen Kumpel. Hallo. Und mein braucht es ja nicht da. Das ist ganz typisch. Na? Okay. Für einen Hebel, um das ganze Ding hier zu treiben. Na, hopp, hopp jetzt hier. So, aber. Oh, hier kann ich schon mal das laufen lassen. Ach so, ja, klar. Natürlich. Jetzt wird da schon mal ein bisschen Strom produziert. Und hier nehmen wir jetzt unsere Pipes. Ich mache mal groß. Ich kann hier nichts sehen. Das ist ein bisschen nervig. Wie die connected nicht?
Das verwirrt mich. Item Ducts oder was? Fence Boundaries Bits. Okay. Muss ich das Ding doch zubauen? Das wäre mir neu. Aber okay, dann baue ich es eben zu und gucke mal, dass ich ein paar Item Ducts kriege, weil das verwirrt mich gerade, dass das Ding nicht in die Wildcraft Pipes reinpinkt. Das ist doof. Okay. Item Ducts. Habe ich keine, aber ich könnte ja mal ein bisschen Obsidian machen für ordentliche Item Ducts. Das wäre doch mal was. Habe ich ja wirklich welche? Nö, ne? So gar nicht. So, gut. Ein bisschen LED. Und Fences. Holz. So, die sollten jetzt aber wirklich mal reichen. Das ist natürlich hart, wenn man echt bei einem 64x64 Löchelein echt einmal komplett außenrum mit dem Zaun gehen muss. Da geht viel Holz drauf. Naja, wir wollen ja nicht geizig sein, ne? So. Nicht? Okay, ja, dann nehme ich das jetzt einfach mal hin. Ich hoffe, sie läuft dann trotzdem, sobald sie Strom bekommt. Gucken wir mal. So, dann. Mein Lied. Nein. Oh, wir haben noch ganz viel Gold. Prima. Stimmt, wir haben ja jetzt ganz viel. Also, Goldmangel haben wir auf keinen Fall mehr. Durch die Pinöppelchens in einem Mistcraft-Welt haben wir ja natürlich jetzt Gold ohne Gleichen. Stimmt ja, das habe ich echt fast vergessen. Was? So, Item Ducts. Und zwar die guten. Brauche ich Zinn. Gut. Wie viel machen wir? Oh Gott, wir haben nur 22 Zinn. Ah ne, da. Gut. Dann nehme ich direkt die 22 und verarbeite die. Das ist sehr gut. Habe ja Platz geschaffen. Los. Ah, perfekt. Das nenne ich mal abgepasst. Oh, wow. So viel. Okay, so viel brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber, naja. Ach ne, ich glaube, ich brauche noch ein Servo. Stimmt, stimmt. Sonst haben wir ein Problem mit der Trashcan. Ha, das wäre übel. Servo habe ich gerade nicht da. Gut, dann basteln wir uns einen. Ich trinke mal einen Schluck. Prost. Okidoki. Stopp halten. Dann nehme ich mir direkt einfach, weil wir es ja sowieso brauchen, ein Näschen Schlaf, weil es wird gerade dunkel draußen, wie ich gesehen habe. Ach ja, entmorphen bitte. Und hier, ui, da fliegt das Gold. ein hiervon, ein davon und ein davon. Wird doch nicht dunkel? Habe ich mir eingebildet? Ich glaube ja. Okay. Doch, wird wohl dunkel. Die Sonne geht unter. Dann wird es auch dunkel. Zumindest habe ich so in der Schule gelernt. Bling, 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 bling. Sehr schön. Ich muss da dringend was dagegen tun, dass das Ding so unglaublich langsam extrahiert. Demnächst mal. Demnächst. So. Schlaf mal eine Runde. Oh, au, au, ich sitze doof. Oh, mein armer Rücken, das arme Kreuz. So. Und dann, in der nächsten Folge müssen wir auch dann mal was zum Chunkladen aufsetzen, weil wenn man nämlich mal die Dimension hier verlässt, ist es nicht mehr Chunkladen, aber die Quarry lädt den Chunk, in dem sie arbeitet, lädt sie trotzdem. Das heißt, wir würden,
Schon wieder eine Blaze. Wir würden, ja, Zeug verlieren, weil die Kisten nicht geladen sind und somit auch nichts extrahiert werden kann. Und das ist ganz böse. Und wie dann? Jetzt muss ich mal eben kurz auf die Wiki gucken. Das verwirrt mich. Tja. Das. Ja, nein. Also, hä? Na. Jetzt bin ich echt überfragt. Wirklich. Puh. Aber ich will keinen Dirt und ich will keinen Cobblestone kriegen. Das ist doch kacke. Und ich will keine Tesseract extra dafür bauen müssen, damit ich... Ach, Mann. Hä? Oh, hallo. Hey. Freundchen. Sei lieb. Dann probieren wir es mal ganz kurz aus. Hä? Fence Boundary Splits at bla bla bla? Aber ist doch alles gut. Hier ist alles dicht. Splittet hier nirgendwo. Hä? Was will er von mir? Und wo und was und wie? 54. Halt, stopp, wo will ich hin? Hier, 54, 63, 277, gut. Ach so, das mag er nicht. Okay. Aha. Aha. So, aber das ist ja nicht das, was ich möchte, mein Freund. Ich möchte, dass du gerne, dass du... Vielleicht... Nee, hä? What the fuck? Das finde ich nicht okay. Das finde ich gar nicht okay. Hm. Tja, wie mache ich denn das am besten? Ich könnte... Das ist die Kiste, wa? Nur die Kiste? Oh. Ja, dann, werde ich in der Zeit, wo das Ding arbeitet, dann eben... Nein, die werde ich nicht direkt hier hinbauen. Ich habe Angst, dass er nachher hier dran nachextraktet und das wäre nicht cool. Wenn es ungefiltert im Müll landet... Nein, ja, doch, ist okay. Das ist okay. Ich tu so und ich tu den. Achso, nein, stopp halt. Das war nur Kobbel. Huh, der war jetzt leicht dämlich. Aber ja, Cobblestone. Void List. Dirt. Gravel. Und das war's erst einmal. Ach ja, natürlich wieder auf. Ist egal. Bumm. Kobbel. Ach, Flint haben wir hier. Gut. Ah, Pferd erschreckt mich doch nicht so. Alter. Gut. Pack ich's mal wieder dran hier, dann gucken wir mal, wie sich das hier verhält. Sehr gut verhält sich das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, hier? Das wird jetzt wirklich mit Dirt ersetzt?
kein Sand. Und ich verhungere. Fast. Ist mir noch ein bisschen suspekt, aber es läuft. Und ich glaube, nur das zählt. Ha. Und das Ding ist ein bisschen überfordert. Naja. Vielleicht kommt er trotzdem noch hinterher. Ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Wow, wir haben fast 1% geschafft. Woo. Naja. Ist okay. Das ist vollkommen okay. Dann sei du mal fleißig, fleißig. Gut. Da würde ich sagen, haben wir es wieder für diese Folge geschafft. Die Ender Quarry läuft. Wir freuen uns darüber sehr. Und ich würde sagen, nächste Runde, nächste Folge machen wir dann mal den Chunkloader. Obwohl, habe ich hier nicht einen Chunkloader? Schon? Nee, ne? Nee, weil ich auch den gemacht haben. Nee. Ja, das heißt wieder Endermanns Toten. Obwohl, ich könnte mich ja mal hier hinstellen und ein bisschen rumeideln. Wegen der Quarry und wegen unseren hübschen kleinen Ender-Lily-Seeds. Die kann ich mal befackeln. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie das bei denen genau läuft. Ob eine Watering Can was bringt? Das könnte ich ja mal ausprobieren. Ich werde es euch erzählen. Aber ich würde jetzt mal sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.